Ja, moin zusammen, herzlich willkommen bei Endless Camping, hier am dreckigen Wohnwagen. Wir haben ausgewintert, war jetzt auch schon einmal damit los, tatsächlich. Dieses Wochenende Camping Hüttensee, schaut euch gerne das Video an. Hab ihn extra noch nicht sauber gemacht aus der Halle, nachdem er aus der Halle kam, meine ich. Könnt ihr hier sehen, überall Streifen, saumäßig dreckig. Eigentlich eine echte Schande, damit losgefahren zu sein. Ja, Hintergrund erkläre ich euch gleich nach dem Intro. Ja, vor ungefähr 6 Wochen ist es bestimmt schon her, hat mich der Michael von der Firma Clean Truck angeschrieben. Ganz netter Typ. Grüße gehen raus, Michael, wenn du das siehst. War echt nett, mal mit dir zu plaudern. Wir haben telefoniert und er hatte mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, mal einen Versuch zu starten. Mal deren Reiniger auszuprobieren für den Wohnwagen. Ich sage, ey, geil, klar, bietet sich total an. Habe ich Bock drauf, wir wollen auswintern, wir wollen loslegen. Jetzt kommt noch mit dazu, dass wir auch verkaufen wollen. Das heißt, der muss sowieso glänzen, der Wohnwagen. Ja, mein Gott, bietet sich absolut an. Ich sage, ey, geil, habe ich Bock drauf, das Produkt einfach mal auszuprobieren. Und ihr kennt mich, Leute. Ich bin nicht so ein Reinigungsfanatiker. Ich stehe nicht auf Polieren, ich stehe nicht auf Wienern. Da braucht ihr euch auch nur einmal mein Auto angucken. Ja, das sagt eigentlich schon alles. Also ich bin kein Reinigungsfanatiker, hab's aber auch gerne sauber. So wie hier diese Streifen und so weiter, finde ich auch schon nervig, ne? Ja, und was bietet sich da mehr an? Einmal diesen Reiniger, den Caravan-Reiniger von Clean Truck, so heißt es, auszuprobieren. Und geil hier, tada, geil, mein eigener Code hier, Endless Camping 15. Mit diesem Code kriegt ihr 15% Rabatt bei jeder Bestellung. Also wenn ihr Bock habt, checkt es gerne mal aus. Ich mach euch unten einen Link in die Beschreibung. Finde ich cool und es gibt noch ein Goodie oben drauf. Bleibt also dran, es wird spannend, wird gut. Und jetzt zeige ich euch erstmal was, um was es sich handelt. Es geht also um die Firma Clean Truck. Die sitzen in Bad Abbach, das ist in der Nähe von Regensburg. Haben eigentlich zu tun mit LKW-Reinigern. Ja, haben sich auch auf die Wohnwagenschiene spezialisiert. Und da hoffe ich mir natürlich, dass man hier was Schönes findet. Richtig geil finde ich, dass es so eine Schaumkanone gibt. Die schließt du unten am Gardena-System an, füllst hier das Konzentrat rein. Und da habe ich hier diesen Caravan-Reiniger. Jetzt fällt es mir hier schon alles auseinander. Also, da habe ich hier diesen High-Power-Caravan-Cleaner. Bis zu 200 Liter ergibt das. Löst schwarze Regenstreifen, Grünbelag, hartnäckigen Schmutz und so weiter. Bis zu 1:40 verdünnbar. Das heißt, das Zeug haut man jetzt hier pur in die Kanone rein. Stellt dann noch das Mischungsverhältnis ein. Das gucken wir uns dann gleich nochmal an. Und dann geht's los. Der ganze Reiniger wird hier empfohlen. Die Dosierung für leicht, mittel und stark verschmutzt. Schwarze Regenstreifen sogar 1:1. Da kommt dann höchstwahrscheinlich dann auch hier das Tuch mit zum Einsatz. Ja, wir testen das heute mal an. Und dann werden wir sehen, ob das was taugt oder nicht. Und weil ihr ja schon gesehen habt, dass ich eine faule Socke bin, finde ich das natürlich richtig geil, dass ich pack das jetzt mal mit euch zusammen aus, muss ich gleich noch zusammenbauen, dass ich hier das Mischungsverhältnis einstellen kann. Einfach mit dem Gardena-System da rangehe und ich baue das mal eben auf. Gut, hatte ich mir das schon richtig gedacht. Einfach draufstecken. Hier wird dann eben der Schaum drüber verschäumt sozusagen. Also ähnlich wie bei der Feuerwehr das Prinzip. Wenn ihr also bei der Feuerwehr seid, dann kennt ihr dieses Schaumsystem, wo man auch so ein Schaummittel unten ranschraubt ans Rohr und dann direkt das verschäumt. Ja, coole Geschichte. Wir probieren es aus. Ich bin schon sehr, sehr gespannt.
Das eigentliche Waschen machen wir morgen. Weil jetzt ist schon fast dunkel und ich will ja auch ein bisschen Licht haben. Aber ich erhoffe mir so der Plan, dass man sowas hier wegkriegt. Solche schwarzen Streifen, sowas hier. Ja, wir werden es dann gleich mal ausprobieren. Hier ist optimaler Verhältnis, wird hier als 1 zu 20 empfohlen. Die Kanone sagt, 1 zu 20 ist auf Stufe D. Da hat man hier oben eben diese Einsteller. Und hier kann man sehen, ist jetzt auf C, ist jetzt auf D. Dann wird das hier gleich im richtigen Verhältnis rausgezogen und macht die Sache sehr, sehr einfach. Ja, mit dem Tuch kann man wahrscheinlich hinterher noch nachwischen oder so eine 1 zu 1 ja, Wischaktion starten. Das sollte ich jetzt hier vielleicht nicht unbedingt im Dreck lassen. Und das Coole ist, was sie mir noch mitgegeben haben, das kommt, ja, wir waschen erstmal und danach machen wir alles weitere. Also bis später, Leute. Und zack, hier, geil, schöne Arbeitsklamotte angefeuert, sag ich schon. Angezogen, so rum, nicht angefeuert. Hier unten steht schon der Reiniger parat. Da. Den mache ich jetzt fertig. Und dann geht es hier an dieser Seite los. Vorgehensweise, wie gesagt, soll man von unten nach oben auftragen. Ich bin sehr gespannt. Ist wieder noch ein bisschen mehr Glotter dazu gekommen. Noch ein bisschen mehr Staub. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Der wird gut abgehen. Glaube ich schon. Ja. So, ein bisschen das Konzentrat hier reinfüllen. Ah, das finde ich natürlich geil, dass der das dann so zumischt und wie so ein Zumischer bei der Feuerwehr. Kannte ich vorher gar nicht. Hat mich doch ganz schön fasziniert, muss ich sagen. So, viel hilft viel. Einmal Geruchstest. So, Geruchstest. Ja, ich weiß, man soll sich, hat man im Chemieunterricht gelernt, die Sachen nur zu fächern. Riecht nach Zitrone. Gar nicht mal so schlecht. So, dann können wir das Ganze hier verschrauben. Und wir sind jetzt auf 1 zu 20, was ja der D-Einstellung entspricht. Und das Coole ist, dann kann man das hier abnehmen. Dann hast du hier so eine ganz normale, kannst du ganz normal mitsprühen oder eben draufstecken. Das ist alles schon ziemlich wertig, muss ich sagen. Also es fühlt sich, ist auch gummiert, fühlt sich sehr, sehr gut an. Aber es muss ja auch funktionieren. So, der Schlauch gelegt, angeklemmt. Ja, so funktioniert das Ganze dann. Oha, kommt schon ordentlich schaumig raus. Gut. Ja, wie gesagt, alles geladen. Legen wir los von unten nach oben. Oh, krass. Das ist heftig. Alter Schwede. Da haben wir ordentlich was raus hier. Das ist mal kraftvoll. So, Schaumkämm ahoi. So, nee, nicht auf mich. Jetzt wirkt das Ganze 2-3 Minuten ein. Dann nehme ich mir die Bürste und dann gehen wir da einmal rüber. Und hinterher wird das dann wieder so einmal abgespült. Mal sehen, ob das geht. Oh ja, sehr gut, cool.
So, dann lassen wir es mal abperlen. Wir wollen mal eine kleine Sichtkontrolle machen. Also hier, ich muss jetzt mal. So, ich bin auch schon ein bisschen nass geworden hier auf der Brille, aber es ist egal. Es sieht ein kleines bisschen so aus, als ob da so eine Art, ich weiß nicht, ob das noch eine Art Verperlung oder so drauf sitzt hier, irgendwie so ein bisschen so Art Lotus-Effekt. Kann mich täuschen, auf jeden Fall perlt es ein kleines bisschen ab, das Wasser. Kann mich aber auch täuschen. Gut, das hier ist angeschrammt, das ist also kein Dreck. Der Dreck, den ich so gesehen habe beim Runterwaschen, ging ordentlich ab. Und hier seht ihr, dass da so ein bisschen, ja, so ein kleines bisschen Verperlung oder so. Ja, der Regenstreifen ist jetzt hier noch nicht weg. Den seht ihr ja. Da werde ich gleich mal unverdünnt ein bisschen auf den Lappen machen. Genauso wie hier. Gucken wir gleich mal. Oder täuscht das? Ich glaube, das. Oh, jetzt habe ich ihn gerade angelöst. Ich weiß gar nicht, bin ich da gar nicht rübergewarnt gewesen mit der Bürste. Gehe ich gleich auch noch mal unverdünnt ein bisschen mit dem Lappen rüber. Aber ansonsten, der Dreck ist runter. Das hat jetzt, sage ich mal, naja, ihr habt ja gesehen, 3-4 Minuten gedauert oder so, das Waschen hier mit der Bürste. Ich weiß gar nicht, ob ich überall hingekommen bin. Ja, also sauber ist er geworden, da kann man jetzt nicht meckern. Ja, Michael hatte gesagt, 1:1 verdünnen mit Wasser. Ich mache jetzt hier einfach mal pur ein ganz bisschen was drauf. Auf den Lappen. Oh, ich glaube, das reicht schon. Und dann versuchen wir mal hier, nehmen wir mal direkt gezielt hier rüber über die Sachen. Doch, jetzt zieht das runter. Kann man sehen. Also ich bilde mir ein, dass das weniger geworden ist. Was meint ihr? Ich glaube schon. Hier nochmal bei dem. Aber da könnte es auch sein, dass ich da mit der Bürste nicht rüber gewesen bin. An der Stelle ist auch ab. Und wo waren jetzt noch welche? Hier so ein bisschen, ne? So vielleicht so tiefere Sachen. Geht auch ab. Hatte ich doch glatt vergessen, das Video anzustellen. So, diesmal habe ich jetzt nicht mehr ganz so lange gewartet. Jetzt so ungefähr nur eine Minute ist das jetzt aufgetragen und wirkt ein. Wir legen los. Man sehen den Dreck hier, ne? Also. Ja, dann war doch der Akku gerade noch leer, musste ich schnell mal wechseln. Ich habe mich jetzt hier mal hingesetzt und mit euch mal mein Fazit zu ziehen. Mit dem Auto war ich übrigens heute in der Waschanlage. Hätte ich eigentlich auch gleich mit hier abduschen können. Ne? Das wäre wahrscheinlich auch genauso gut gegangen. Ich schweife schon wieder ab, Leute. Der Clean Truck Caravan High Power Cleaner. Einfach in der Anwendung, muss ich sagen. Einfach nur das Ding hier voll machen, wenn ihr es denn mitbestellt. Das gibt es im Set alles zusammen. Einfach nur voll machen, hier die Verschäumung, sag ich mal, einstellen, das Mischungsverhältnis einstellen.
steht ja hier auch drauf und steht auch bei der Kanone drauf, was der an Einmischungsverhältnis braucht. Dran denken, ne? Die Schaumcam, die Foamcam hier. Was gut funktioniert, ist, dass man es hier ranstöpseln kann mit so einem Schnellverschluss. Gefällt mir gut. Ja, mich hat es überzeugt. Also der Wohnwagen ist sauber, zumindest die Seite hinten. Dach muss ich jetzt noch und die andere Seite, da muss ich ihn aber auch ein bisschen für drehen. Da habe ich jetzt den Platz nicht für. Aber ich gehe davon aus, dass die genauso schön wird wie die Seite jetzt. Also, mein Fazit für mich selber ist er gut. Ich kann ihn wirklich empfehlen. Mich hat das überzeugt. Für wen ist es nichts? Es ist, glaube ich, nichts für jemanden, der die Erwartungshaltung hat, aufsprühen, einwirken lassen, abspülen, ohne irgendwie Hand anzulegen. Für den ist es nichts. Das denke ich mal, gibt es auch nicht. Ich weiß nicht, ob es diesen Reiniger gibt. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, was ihr so für Erfahrungen mit Reinigern gemacht habt. Ich bin der Meinung, den Reiniger, den gibt es nicht, ohne selber Hand anzulegen. Das heißt, eine kleine Bürste, einmal überbürsten. Aber ihr habt es ja gesehen, das waren 5 Minuten, 10 Minuten vielleicht, wenn man sich Mühe gibt, 10. Also ich würde schon sagen, für den normalen Anwender ist es was. Für den High-Power-User, alles picobello, ist es vielleicht auch was. Der wird dann mit weiteren Mitteln, Politur etc. noch weiter verfeinern. Für mich reicht das so. Wie gesagt, ich bin ja kein Poliermensch, Politurmensch, ach, keine Ahnung. Für mich ist das absolut tipptopp und geht völlig klar. Ja, was meint ihr? Und hier nochmal, oder hier, ne, hier so, ne? Mein eigenes das Code, nein, also meinen eigenen Rabattcode, EndlessCamping15, 15% Rabatt, unten in der Beschreibung, der Link zu CleanTruck, finde ich mega gut und noch geiler finde ich, also nicht noch geiler, aber das ist schon geil genug, aber noch cooler finde ich die Aktion mit dem Gewinnspiel. Das habt ihr ja, nee, das würde ich euch jetzt zeigen. Jetzt also Gewinnspiel. Haut CleanTruck richtig einen raus und zwar 2 Sets. Die möchte ich gerne an euch verlosen. Ja, mega geil. In jedem Set ist so eine Sprühpumpflasche, sag ich mal so. Eine Waschbürste, 5 Liter von dem Wohnwagenreiniger, von dem Caravan Cleaner, plus entsprechenden Zapfhahn, den ihr hier oben aufschrauben könnt. Das Set jeweils hat einen Wert von 150 Euro und deswegen mal einen ganz großen Dank, dass wir das hier verlosen dürfen. Also wenn das dann was Gutes ist, würde ich natürlich euch auch in dem Fall auch gerne wieder was zurückgeben. Deswegen das Gewinnspiel finde ich cool, dass ihr auch was davon habt. Wie gesagt, Rabattcode blende ich ja hier überall nochmal ein, falls ihr da Lust habt zu bestellen. Würde mich freuen. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach, das Gewinnspiel, genau. Ich habe mir so ein bisschen gedacht, wir rennen ja so langsam auf die 1000 Abonnenten zu. Da gab es einen riesen Schub jetzt nochmal. Richtig geil, wir sind irgendwie bei knapp 890, müssen wir knapp sein, zum Zeitpunkt des Videos. Und ich würde gerne so ein 1000 Abonnenten Vorfreude-Gewinnspiel daraus machen. Ich glaube, das ist eine coole Sache. Und zwar habe ich mir gedacht, unter allen Kommentaren unter dem Video würde ich das dann, also würde ich dann zweimal per Zufall so ein Set gerne verlosen an euch. Wenn ihr dann damit einverstanden seid, bei Beendigung des Gewinnspiels würde ich halt hin und wieder, also nicht hin und wieder, da würde ich dann den Gewinner oben mit anpinnen, mit in die Videobeschreibung reinnehmen. Ihr müsstet mich dann allerdings anschreiben. Ja, genau, ihr müsstet mich dann dazu anschreiben, ich mache mal ein bisschen dichter, so, wenn ich euch dann da erwähnt habe, weil wie gesagt, ich kann euch nicht privat anschreiben, das geht nicht auf YouTube und deswegen dann den Weg darüber, dass ich den Gewinner hier bekannt gebe, dann in dem Video, das heißt, es lohnt sich schon hin und wieder mal reinzugucken. Ja, und genau, 1000 Abonnenten Vorfreude Gewinnspiel deshalb, weil es dann so lange läuft, bis eben die 1000 Abonnenten voll sind. Das heißt, ihr müsst nicht zwangsweise ein Abo dalassen,
würde natürlich dem Gewinnspiel helfen, dass man dann auch zum Abschluss kommt. Wichtig ist aber, dass ihr einen netten Kommentar schreibt oder auch keinen netten Kommentar, das spielt gar keine Rolle. Also unter jedem Kommentar würde ich damit aufnehmen und dann per Zufallsprinzip zwei Gewinne auslosen, die dann jeweils ein Reinigerset von mir zugeschickt bekommen. Im Wert von 150 Euro. Euro. Bin schon ganz sprachunbegabt. Ja, das Gewinnspiel habt ihr euch hoffentlich gut angeguckt. Und ja, mir wird's kalt am Rücken. Und ich habe einen Silberblick. Nein. Gut. Also Leute, macht's gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. So ein bisschen. Ich fand's cool. Mir hat's Bock gebracht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.